Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Auftakt in den frischen April sozusagen hier am 4.4. Grüße ganz herzlich zum heutigen JFD-Devisenradar und wir wollen natürlich wieder auf den Markt schauen und nehmen uns heute hierbei mal den Euro gegenüber dem japanischen Yen vor. Australdollar auch interessant, gerade mit der heutigen Schwäche. Die Daten kamen gemischt rein, zugegebenermaßen aus dem ozeanischen Raum, aber wir sehen hier in der Heatmap klare Schwäche aus dem ozeanischen Bereich, aber nichtsdestotrotz, morgen habe ich da für Sie unter Umständen ein kleines Schmankerl betreffend dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Doch das dann morgen im Devisenradar, beziehungsweise gegebenenfalls auch als großer Check. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall wird der Aussie morgen interessant. Heute soll es um den Euro gegenüber dem japanischen Yen gehen, der auch nicht minder uninteressant scheint. So rum. Wir sehen hier im Wochenchartintervall eine übergeordnete Schwäche seit dem Hoch hier aus 2014. Die große Rallye-Bewegung hier beginnt im Jahr 2012 mit dem Regierungswechsel in Japan, hat sich sozusagen ein Stück weit erschöpft. Wir haben auch hier insbesondere ja im Start zum Start des Jahres 2016 hier immer wieder die Unterstützung auch getestet im Bereich 127 Yen roundabout. Und ja, letztlich ging es hier dann im Februar nach unten durch. Weitere Abgaben folgten und seither folgt jetzt hier eine korrektive Erholungsbewegung. Korrektiv deshalb, weil der übergeordnete Trend ganz klar weiter abwärts gerichtet ist. Wir haben hier tiefere lokale Hochs einhergehen mit tieferen Tiefs und das spricht ergo grundsätzlich, bevor hier nicht signifikante Verlaufshochpunkte rausgenommen werden, für eine weitere Schwäche. Dies unterstreicht auch hier diese Trendlinie auf Wochenbasis, die übrigens hier sehr, sehr schön daherkommt mit nahezu punktueller Auflagen. Punkte, also man hätte hier für den, der die Wochenchart-Bewegungen im Fokus hat, hier durchaus immer sehr, sehr schöne Einstiege finden können. Auch wir verwiesen hier immer mal wieder beim Radar darauf hin, wobei eben auch hier dann die Option bestand, gerade unter saisonalen Gesichtspunkten, dass es hier einen Ausbruch gibt. So zum Beispiel auch hier Ende Januar, Anfang Februar. Da war im Prinzip das saisonale Muster grundsätzlich bullisch. Was folgte, war kein Ausbruch, sondern mit dem Scheitern an dieser Trendlinie eher hier der Niedergang sozusagen. Und ja, jetzt sehen wir hier eine laufende Erholung. Die Woche aktuell leicht schwächer, wir können noch nicht viel sagen. Der Montag ohnehin ein Tag der Erfindung. Man sollte hier auch nicht übereifrig aktiv werden. Euro-US-Dollar bislang auch erst in Anführungszeichen 42 Pips. Das pendelt sich sozusagen mehr oder weniger alles ein. Wir haben heute hier von der Wirtschaftsseite zwar einiges aus den USA zu erwarten. Insbesondere hier dann eben auch Auftragseingänge der Industrie am Nachmittag aus den USA. Eben hier kommt einiges noch 11 Uhr aus der EU. Das sieht grundsätzlich mal ganz spannend aus. Also es könnte hier durchaus noch ein Stück weit mehr Bewegung in den Markt kommen. Aber zum Euro-Yen. Wir haben hier es jetzt geschafft, das Niveau um 127 wieder zurück zu erobern. Und zuletzt haben wir auch den Euro-Yen hier nochmal im März unter die Lupe. Da wurde sogar ein Rücksetzer favorisiert an diese Support-Level hier um 125,25. Sie sehen, mit dieser Kerze am 22.03. war es ein sehr, sehr zähes Tauziehen, ob eben das tatsächlich gelingt, hier nach oben abzuprallen. Aber die Unterstützung um 125,25 gilt als bestätigt. Das ist ein Preislevel, das sollte man mal im Fokus haben, sofern der Euro gegenüber dem japanischen Yen weiter zurückdriftet. Allerdings die große Frage eben, wir sind hier im Bereich um 127. Auch das war, wenn wir hier in den Chart uns zurückscrollen, ein Level, was durchaus immer wieder für Kaufinteresse sorgte. Und das mehrmals eine Zone, wo hier letztlich der Markt drehte, nach dem Ausverkauf hier einen Widerstand bildete. Sehr schön zu sehen. Nehmen wir mal die blauen Tendenzpfeile von damals raus. Hier Widerstand gebildet, Rücklauf, dann Ausbruch erfolgt und jetzt sind wir im Prinzip wieder an diesem Level. Und ja, das sieht grundsätzlich mal gar nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt noch die Saisonalität ins Bild nehmen, dann deutet sich hier ein Muster an, was durchaus versprechen könnte, dass hier der Markt jetzt um 127 wieder anfängt, nach oben aufzudrehen. Klar, das Momentum ist weiter bärisch. Wir haben hier die kleinen Durchschnitte nach unten aufgefächert. Wir haben hier diesen Abwärtstrend, den wir auch im Wochenchart schon gesehen haben. Und ja, hier oben ist definitiv ein Bündel an Widerständen. Da müssen wir erstmal durch. Aber es spricht zumindest, wenn es hier keine signifikanten Preistiefs unter 126,50, 126 gibt zunächst erstmal viel dafür, dass der Markt durchaus anziehen kann. Zumindest unter saisonalen Gesichtspunkten deutet sich hier eine Aufwärtsbewegung an und die kann man im Zuge der laufenden Erholung durchaus spielen.
Sieht also sozusagen wirklich spannend aus. Ergo im Umkehrschluss auch noch möglich, dass wir hier diesen Bereich um 125, 25 nochmal testen. Wäre aber ein aus meiner Sicht heraus zu tiefer Rücksetzer, würde nicht so gut ins Bild passen, auch nicht zur Saisonalität, aber das wäre sozusagen Plan B, der Ausdehnungsfall im Sinne eines Rücklaufs. Plan A um 127 Stabilisierung, Plan B hier mit einem tieferen Rücksetzer. Geht es allerdings hier unter 125 zurück, dann muss man hier definitiv tiefere Preisbewegung einplanen, dann wäre im Prinzip das Szenario ganz klar nach unten ausgerichtet und hier der Bär übergeordnet, welcher ja immer noch das Heftpflaster sozusagen in der Hand hat, weiter im Vorteil. Das muss man ganz klar auf der Agenda haben, aber grundsätzlich, wie gesagt, hier die Chancen, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen eine Erholung vollzieht, ganz gut. Wie sieht es aber jetzt am Montag aus? Auch hier der 4-Stunden-Chart jetzt mal. Wir sehen die Trendlinie, die ein Stück weit mystisch an mutet, aber wenn wir jetzt mal versuchen, die ein Stück weit anzupassen, okay, da haben wir eigentlich eine ganz gute Aussicht, hier tatsächlich eine mögliche Unterstützung zu lokalisieren, hier als Kreuzunterstützungspunkt. Ehemals sind hier sogar sozusagen im H4 sogar schon bullisch ausgerichtet, könnte also nach oben gehen. Dafür spricht auch das heutige FTSE-Vektorlogik-Pattern anhand der FTSE-Vektorlogik hier auf Tagesbasis. Haben wir sehr starke Starts, hier knapp 68%. Erfüllungstrefferquote 217 Erscheinungen und es spricht hier für eine Performance in Richtung 0,7%. Der Punkt, das Tief 127,23 ist allerdings schon deutlich unterschritten. Das ist so ein Stück weit eben das, was ja, das Bild jetzt mehr oder weniger auflöst. Das Pattern generiert sich sozusagen über die Nacht, früh um 7, 5, zwischen 5 und 7 Uhr wird es lokalisiert und das bezog sich natürlich hier auf die Freitagsbewegung und wir sahen ja jetzt hier heute schon eine klar schwächeren Euro gegenüber dem japanischen Yen, der natürlich jetzt von seinen Tiefs zurückkommt. 127,23, das eigentliche Tief, das muss man ein Stück tolerieren. Wenn es aber jetzt keine neuen Tagestiefs gibt, dann scheint es durchaus möglich, dass wir hier im Sinne des FTSE-Vektorlogik-Patterns und des Supports hier im H4, welchen wir auch hier im also H4 und hier im Daily Chart ableiten können, ja, könnte durchaus positiv enden. Warten wir mal ab, was passiert. Montag auf jeden Fall spannend und insofern drücke ich Ihnen mal hier die Däumchen für einen guten Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.